Fotorucksäcke im Test. Ich habe mir diese 14 Fotorucksäcke für euch angeschaut und zeige euch in diesem Video die Vor- und Nachteile. Los geht's! Hallo zusammen, hier ist Tim von der Digitalfoto aus Köln und ich habe euch heute 14 Fotorucksäcke mitgebracht, die ich für die Digitalfoto 5 2022 getestet habe. Die schauen wir uns jetzt im Schnelldurchlauf an mit den Vor- und Nachteilen. Die Links zu allen Rucksäcken findet ihr in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit 6 Rucksäcken, die mit gepolstertem Beckengurt kommen und starten hier mit dem braunen Titleist für 108 Euro. Der Rucksack überzeugt mit einer großen Raumkapazität, also ist ein richtiges Raumwunder und besitzt ein sehr gutes Tragesystem. Was mir im Test negativ aufgefallen ist, das ist das Gewicht des Rucksacks. Mit 2,3 Kilogramm ist er sehr schwer. Außerdem ist der Rückendeckel nicht ganz umklappbar. Weiter geht's mit dem Dörr Icebreaker 2.0 in der Größe Small für 147 Euro. Was ist gut? Das Foto-Insert ist entnehmbar. Das ist erstmal gut, wenn ihr noch was anderes mit dem Rucksack machen wollt, außer ihn mit auf Fototouren mitzunehmen. Die Ausstattung ist auch gut und auch gut ist der verstärkte Boden des Rucksacks. Negativ zu erwähnen ist das Gewicht, ähnlich wie beim Braun. Der Dörr wiegt nämlich 2,4 Kilogramm, obwohl es der größte Small entspricht. Und im Test fiel auch auf, dass die Verarbeitung bei der Konkurrenz teilweise sehr viel besser ist als beim Dörr. Der dritte Rucksack ist der Evoque Stage Capture 16 für 150 Euro. Der Rucksack schneidet bei uns im Test sehr gut ab, denn er bietet eine sehr gute Verarbeitung und ein hervorragendes Tragesystem. Dazu zählt auch der sehr breite und angenehme Hüftgurt. Was an dem Rucksack zu bemängeln ist, ist, dass die Reißverschlüsse nicht wasserdicht sind. Es wird zwar eine Allwetterschutzhülle mitgeliefert, aber eben Reißverschlüsse sind nicht wasserdicht und es gibt keine Trolleyhalterung. Der nächste Rucksack ist der Firmcam Compar und das ist ein klassischer Fototouren-Rucksack. Er bietet eine gute Aufteilung für Alltagsgegenstände, aber auch eben eine Fotoausrüstung. Und dieses Foto-Insert ist entnehmbar. Das ist gut, wenn ihr es mal nicht braucht. Die Reißverschlüsse sind nicht wasserdicht und das Laptopfach ist nur auf Geräte für bis zu 12 Zoll ausgelegt, also eher Tablets. Das sind zwei Negativpunkte. Der vorletzte Rucksack im Bereich der Wander-Fotorucksäcke ist der Mindshift Photocross 13 für 108 Euro. Der Mindshift punktet mit einem seitlichen Zugriff und ist super verarbeitet. Der Nachteil ist, dass es eben nur diesen einen seitlichen Zugriff gibt. Es gibt keinen Schnellzugriff und es gibt auch keine Trolleyhalterung. Der sechste Wander-Rucksack ist der Fotoliner Ocean M von Rollei für 60 Euro. Er ist aus PET-Flaschen produziert und bietet ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Reißverschlüsse sind nicht abschließbar. Die sind zwar wasserdicht, aber eben nicht abschließbar. Das ist ein bisschen schade. Und der Rucksack bietet keine Trolleyhalterung. Das sind zwei Negativpunkte bei diesem Rucksack. Dann machen wir jetzt weiter mit den 8 Rucksäcken, die ohne bzw. ungepolsterten Beckengurt auskommen. Und da starten wir mit dem Kullmann Malaga Backpack 550 Plus für 39 Euro. Und das ist auch schon der erste Vorteil. Extrem günstig. Also 39 Euro ist der günstigste Rucksack in diesem Vergleich. Außerdem positiv zu erwähnen sind die wasserdichten Reißverschlüsse. Das Gewicht des Rucksacks ist ebenso sehr leicht. Der Rucksack kommt aber ohne Schnellzugriff aus und wird ohne Regenhülle geliefert. Das ist schade. Weiter geht's mit dem Hama Terra 140 für 51 Euro. Der ist ebenfalls wie der Rollei-Rucksack aus PET-Flaschen produziert und bietet ein ebenfalls sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis für 51 Euro. Was mir im Test negativ aufgefallen ist, ist das dunkel eingefärbte Innenfach. Ihr findet also kleinteiliges Fotozubehör nicht so einfach wie in einem hellen Innenfach. Und der Rucksack bietet gar keinen Hüftgurt. Der nächste Rucksack in unserem Vergleich ist der Lowe Pro Flipside BP 300AW der dritten Generation für 116 Euro. Die Konstruktion des Rucksacks ist robust mit verstärktem Boden und verstärktem Deckel. Das ist super. Und außerdem ist der Rucksack perfekt verarbeitet. Zwei Negativpunkte sind, dass der Rucksack nur Platz für ein kleines Stativ bietet und keine wasserdichten Reißverschlüsse hat. Weiter geht's mit dem Manfrotto Advanced B-Free 3 für 134 Euro. Der Rucksack bietet eine sehr gute Verarbeitung in einem unaufgeregten Design und hat stabile Innenteile, die ihr bequem auf eure Ausrüstung anpassen könnt. Negativ zu erwähnen sind, dass es eben keinen Schnellzugriff gibt und die Reißverschlüsse nicht wasserdicht sind.
Von Peak Design haben wir den Everyday Backpack V2 mit 20 Liter Volumen im Test für 249 Euro. Der Rucksack ist super verarbeitet und bietet eine clevere Aufteilung und ist individuell anpassbar. Das hat mir im Test sehr gut gefallen. Negativ zu erwähnen sind der Preis, denn der Rucksack ist mit 249 Euro sehr teuer. Und der Rucksack ist wasserabweisend, aber bietet keine Regenschutzhülle. Das sollte für diesen Preis auf jeden Fall mit drin sein. Der nächste Rucksack in unserem Test ist der Tenbar Fulton V2 mit 14 Liter Kapazität für 109 Euro. Der Rucksack ist super verarbeitet und bietet einen verstärkten Boden. Ebenso positiv ist die individuelle Platzaufteilung dank Rolltop. Mit dem Vanguard, den ich gleich noch vorstelle, ist es der einzige Rucksack im Test, der sowas bietet. Der Rucksack hat aber auch zwei Nachteile und das sind zum einen eben, dass es keinen Beckengurt gibt und zum anderen ist nur eine Halterung für ein kleines Stativ integriert. Der vorletzte Fotorucksack in diesem Vergleich ist der ThinkTank Backstory 13 für 178 Euro. Der Rucksack bietet eine sehr gute Aufteilung inklusive Schnellzugriff und ein tolles Tragesystem. Ja, der Beckengurt ist entnehmbar, das hat mir im Test gut gefallen. Nachteilig zu erwähnen sind der Preis, denn mit 178 Euro ist der Rucksack sehr teuer und die Reißverschlüsse sind zwar wasserdicht, aber nicht abschließbar. Der letzte Rucksack in unserem Vergleich ist der Vanguard Veo Active 42M für 170 Euro. Der Rucksack ist super verarbeitet und bietet wasserdichte Reißverschlüsse. Zudem gefällt mir das modulare Design mit entnehmbarem Kamerafach. Negativ zu erwähnen ist, dass es keinen Schnellzugriff gibt und der Rucksack mit 170 Euro dem höherpreisigen Segment entspricht. Dann kommen wir jetzt zu einem Fazit aus meinem Test der 14 Fotorucksäcke. Aus dem Bereich der Rucksäcke mit gepolstertem Beckengurt, also für lange Wanderungen, hat am besten der Rollei Fotoliner Ocean M abgeschnitten. Der Rucksack überzeugt in allen drei Bewertungskategorien. Und im Bereich der Fotorucksäcke für die Stadt und für den Alltag hat am besten der Rucksack von Peak Design abgeschnitten. Welcher Rucksack gefällt euch am besten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und sagt bis dann. Tschüss!